Servus Leute, mein Name ist Paul und willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht schon, ich bin nicht zu Hause, sondern in Barcelona. Und die Wohnung ist richtig, richtig fett. Deshalb dachte ich mir, wieso nicht eine Roomtour machen? Kommt rein, viel Spaß beim Video. Das Krasse ist schon mal, wenn man die Wohnung verlässt, geht das Licht automatisch aus, bis in der Strom. Man muss immer dann hier aktivieren. Ich würde sagen, wir starten hier im Eingangsbereich, der ziemlich, ziemlich fresh ist. Schuhe habe ich hier schon mal verteilt. Der Spiegel, der ist definitiv auch gut anabol. Also kann man sich, falls man das Haus verlässt und zum Strand geht, nochmal kurz einchecken. Und ich würde sagen, wir machen weiter direkt hier in der Küche. Vor allem, wenn ich unterwegs bin, muss natürlich für mich als Wettkampfathlet, wenn ich mir Meal Preps machen muss, vor allem im Ausland, natürlich alles stimmen. Hier stimmt fast alles. Wir haben sehr, sehr krasses Equipment. Also erstes natürlich, 4 Kochfelder sind eigentlich so meistens Pflicht, weil manchmal habe ich, keine Ahnung, 3 Töpfe gleichzeitig, 3 Pfannen gleichzeitig und alles andere als 2 Kochfelder ist schon sehr, sehr klein. Deswegen 4 sind Pflicht. Hier ist sogar ein Backofen. Habe ich allerdings noch nicht ganz gecheckt, wie der angeht. Gestern schon versucht, aber irgendwie ist der nicht heiß geworden. Und nicht wundern, hier ist noch ein bisschen unordentlich, weil gerade gegessen wurde, ihr wisst Bescheid. Ich möchte meine 3 Mahlzeiten pro Tag hitten. Und deshalb muss auch gut gegessen werden. Hier haben wir noch ein bisschen Geschirr, nicht allzu viel. Eigentlich nice Gläser, aber jetzt an Tellern könnte man auch noch einen Suppenteller haben oder eine größere Schüssel. Das ist nämlich so die einzige Schüssel, aus der ich so essen kann. Und natürlich meine eigene Tupperware. Ich habe noch eine andere Tupperware mit. Was die Töpfe angeht, hier sind die jetzt gar nicht mehr drin. Hier haben wir zumindest so eine große Bratpfanne, aber Töpfe, ja, irgendwie Fehlanzeige. Was soll's, ich koche eh keinen Reis oder sonstiges. Das Einzige, was ich mache, ist Gemüse und Tofu und dafür reicht eine Pfanne. Oder eine Mikrowelle, die ist hier an der Stelle. Da mache ich auch immer mein Porridge. Richtig fett, funktioniert auch sehr gut. Tiefkühler, Brokkoli oder Spinat ist bei mir immer am Start. Und eine kleine Kühlschranktour, was haben wir hier drin? Gemüse, Obst, hier haben wir noch ein paar Veggie-Produkte. Und natürlich auch ordentlich Getränke, Zero-Getränke in den meisten Fällen, plus Wasser. Und da unten haben wir auch nochmal Gemüse. Also die Vitamine sind definitiv safe. Hier haben wir nur so ein bisschen Waschmaschine, safe, noch eine Lampe, Bügeleisen. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich denke irgendwie vielleicht zum Aufhängen, so eine Mini-Wäscheleine, was soll's, aber Waschmaschine. Sehr, sehr geil, nachdem ich relativ lange unterwegs bin. Muss natürlich auch gewaschen werden, weil es hier extrem heiß ist. Ich viel schwitze, ich viel trainiere. Was noch besser ist, ich muss natürlich weniger Klamotten mitnehmen, sprich, habe mehr Platz für Supplements. Und Supplements ist das Stichwort. Die sind alle hier am Start. Ja, sieht ein bisschen kodisch aus, ich weiß. Aber ich denke, ihr kennt meine Standard-Subs. EAAs, Strong, Pink Essentials, Proteinpulver. Vielleicht noch ein bisschen zum Testing. Das bekommt ihr sogar gratis dazu. Es sind 30 Personen drin. Zu jeder Bestellung ab 25 Euro, wenn ihr den Link in der Beschreibung benutzt, beziehungsweise die Links in der Beschreibung, egal was ihr kauft, über 25 Euro, über meinen persönlichen Link oder meine persönlichen Links, gibt es immer ein Exclusive gratis. Da gibt es Smacktastic, Strong, Pink Essentials oder Goat, die es alle so im Shop nicht gibt. Geheimtipp, Leute, extra scharfes Chili Powder. Habe ich hier im indischen Shop gekauft. Und das fetzt euch alles weg. Also in der Diät, scharf essen ist definitiv Pflicht. Okay, ich würde sagen, wir schauen erstmal ein bisschen weiter. Was ich auf jeden Fall richtig feiere, sind die hohen Decken. Also es ist extrem geräumig, wir haben richtig viel Platz. Da komme ich sogar in der Wohnung schon fast auf meine Schritte. Da ein schönes Bild. Gehen wir mal weiter ins Wohnzimmer. Das ist auch definitiv, ja, geräumig. Hier kann man Spaß haben oder hier kann man relaxen, wie auch immer. Guter Fernseher, hier steht sogar eine Musikbox, was ich richtig feiere. Die Couch ist richtig angenehm. Ich glaube, das ist sogar eine Ausziehcouch, also da können noch mehrere Leute drauf, also kann noch jemand drauf schlafen. Den Tisch habe ich hier übrigens nur beiseite geschoben, der steht da eigentlich hier in der Mitte, damit ich mein Spagattraining machen kann, also ihr wisst Bescheid. Stretching every morning bin ich hier so am Start und dann mache ich meine Dehnübungen und bereite mich auf den Tag vor. Ich will auf der Bühne schön geschmeidig performen. Apropos Bühne, hier haben wir auch schon meinen Posing Slip, weil das ist so die Standard Location, wo ich dann meine Form Updates an Johannes schicke. Also ich suche mir da immer so einen Platz im Haus oder in der Wohnung, der dann immer gleich bleibt, damit die Lichtverhältnisse gleich sind, damit man eben das alles gut gleichmäßig verfolgen kann, ohne irgendwelche, keine Ahnung, Unterschiede. Genauso hier die Waage, das ist sozusagen die erste Sache, die ich mache, bevor ich pose, ist eine Reisewaage, habe ich mir extra irgendwo auf Amazon bestellt, einfach irgendeine. Ich schaue, dass sie halt möglichst klein ist und natürlich zu Hause vorher mit meiner normalen Waage verglichen, damit ich auch weiß, wie viel Unterschied die hat. Und die hat jetzt nur so 100 Gramm, also ist eigentlich fast genau ident. Da ist ein kleiner Esstisch, eine Lampe, die bereits zerstört wurde. Also ich hoffe, das wird nicht in Rechnung gestellt, ansonsten sorry. Jetzt kommen wir zum Highlight, Balkon Nummer 1. Wenn man hier rausgeht, sieht man direkt auf die Hauptstraße runter, was natürlich jetzt für den Lärm vielleicht nicht ganz so geil ist. Aber da unten sind richtig schöne Restaurants.
ich vermutlich kein einziges Mal besuchen werde, weil ich auf Diät bin. Aber es ist trotzdem schön anzusehen, da nach hinten geht es auch irgendwo. Wir sind hier mitten bei der Universität und das hat definitiv ein geiles Feeling, wenn man hier so rausschaut. Irgendwie so ein bisschen Paris-Vibes, feier ich. Schauen wir mal ins Schlafzimmer. Jetzt schauen wir mal hier rein. Relativ basic, aber auch irgendwie riesig. Also es sind fette Kleiderschränke. Hier habe ich sogar schon mein Zeug eingeräumt, weil ich dachte mir, wenn ich schon einen richtig geilen Kleiderschrank habe, dann räume ich auch ein bisschen mein Zeug ein. Und ansonsten hier genauso der Balkon. Eigentlich mit derselben Aussicht, muss ich euch nicht nochmal zeigen. Hier lässt es sich auf jeden Fall schon gut aushalten. Gestern am Abend war irgendein Musiker da unten, der Ziehharmonika gespielt hat. Also das war nicht ganz so geil. Aber sonst lässt es sich hier definitiv aushalten. Und was krasses, man kann hier einfach die Lüftung für die ganze Wohnung steuern. Das heißt, falls mir zu heiß ist, falls mir zu kalt ist, Temperatur regeln oder auch die Stärke von Ventilator regeln oder natürlich einfach abdrehen. In der Nacht habe ich heute einmal abgedreht und dann irgendwie nach 3 Stunden aufgewacht und mir war es so fucking heiß, dass ich direkt wieder angemacht habe. Eine kühle Wohnung ist das A und O, vor allem für guten Schlaf. Und was natürlich noch wichtig ist, Hygiene, deshalb ab ins Badezimmer. Und so sieht das Badezimmer aus. Die Dusche ist richtig fresh. Ich gehe mal kurz rein und zeige, wie viel Platz da wirklich ist. Also hier kann man definitiv gut stehen. Das einzige Problem ist, ich dusche eigentlich immer kalt, aber hier gibt es einfach kein kaltes Wasser. Also das Wasser ist vielleicht für 15 Sekunden kalt und dann auf der kältesten Stufe wird es eigentlich schon fast heiß. Also ich will mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn man auf warm stellt. Keine Ahnung, wieso man hier nicht kalt duschen kann. Deshalb genieße ich das in der Früh auch nicht ganz so. Steht dann meistens auch deutlich kürzer als sonst unter der Dusche. Schaue sich die ersten paar Sekunden kaltes Wasser wische, dann nur ein bisschen einseifen und dann wieder da raus. Weil macht sonst keinen Sinn. Ich mache das eigentlich, um aufzuwachen, um ready für den Tag zu werden. Aber wenn das Wasser dann warm ist, werde ich eher wieder müde. Toilette ist relativ entspannt, was natürlich auch wichtig ist für Bodybuilder. Feuchtpapier, weil ihr wisst, als Veganer geht man öfter mal aufs Klo. Und ansonsten, das anabole Licht im Bad, ja, ist auch definitiv gegeben. Da kommt die Bräune ganz gut durch und kann man in der Früh immer schön auch die Form abchecken. Und jetzt kommen wir tatsächlich zur Überraschung bzw. dem Highlight der Wohnung. Ich dachte zuerst, wie hier die Tür noch zu war und ich reinkomme, dass das Schlafzimmer da oben ist. Aber wir haben was noch viel krasseres. Wenn man hier auf die Stufen drauf geht, kommt man hier in eine fucking Sauna. Wie krank ist das? Da habe ich jetzt nur meine Hand hingehängt, um es zu trocknen. Aber ansonsten muss ich die Steine definitiv hier mal ausprobieren. Das einzige Problem ist, wir sind in Spanien. Hier ist 30 Grad und ich muss jetzt nicht so am Abend in die Sauna rein. Aber das ist doch definitiv mal ein Luxus, den man sich gönnen kann. Wusste ich selber auch nicht. Umso geiler, dass eine Sauna am Start ist. Also crazy. Ach. Okay Leute, das war's mit der Roomtour aus Barcelona. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin auf jeden Fall krass überrascht von der Wohnung. Habt ihr auf Airbnb gebucht. Normalerweise hatte ich nicht ganz so geile Erfahrungen. Aber hier zahle ich jetzt, glaube ich, für 11 Nächte knappe 2000 Euro. Was wirklich extrem krass ist. Wir sind mitten in der Stadt in Barcelona. Zum Strand sind es 2 Kilometer. Die laufe ich gerne mal zu Fuß. Und ansonsten, ja, Gym ist gleich hier in der Nähe. Was will man mehr? Deshalb wird jetzt hier die Zeit genossen. Für euch kommen natürlich auch geile Videos. Ich hoffe, euch hat die Roomtour gefallen. Ansonsten checkt den Link in der Beschreibung ab, um mich zu supporten, um natürlich auch gratis Produkte abzustauben. Das war's von mir aus Barcelona. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Adios, amigos.